Hallo zum letzten Sportmagazin im März mit Basketball aus Liga 2 und Handball aus Liga 1. Die Tigers Tübingen müssen in dieser Saison noch zweimal ran. Am Ostersamstag geht's zu den Adlern Dragons und eine Woche später kommt Leverkusen zum runden Kehr aus. Die ausgefallene Partie gegen die Lions aus Karlsruhe wird wohl nicht mehr nachgeholt. Nach 4 Niederlagen in Folge konnten die personell ja arg gebeutelten Raubkatzen gegen Trier mal wieder gewinnen. 2 Tage später wurde der Vertrag mit Headcoach Danny Jansson, wie berichtet, bis 2023 verlängert. Timo Lahnmüller, der während der Runde aus Ulm kam, erhält zudem einen 2-Jahres-Vertrag. 8 Saisonsiege hat man bislang in dieser turbulenten und schwierigen Saison eingefahren. Mein Kollege Roland Steck hat sich nach dem Trier-Spiel mit Manager Robert Wintermantel unterhalten. Wenn wir jetzt ein bisschen zurückblicken, du bist ja selbst ein erfahrener Spieler gewesen. Wie kann sowas passieren, dass man so viele Verletzte hat? Für mich gibt es ganz klar eine Tatsache, die sich vielleicht auch eigentlich durch die ganze Liga zieht, nämlich dass Profisport oder Trainingseinheiten als Mannschaft mindestens ein halbes Jahr für die allermeisten Spieler ausgesetzt war. Und das ist eine untypisch lange Pause. Und teilweise haben Spieler auch, gerade auch Amerikaner, wenig Zugang zu Fitness, also zu Krafträumen oder auch zu Hallen gehabt. Das war in Deutschland teilweise besser für die Spieler, weil sie als Profisportler natürlich trainieren durften, in kleineren Gruppen oder alleine. Ich glaube, das sieht man schon auch, also jetzt gerade in dieser Partie, weil die Trierer ja auch ganz, ganz viele Amerikaner vor allem haben, die verletzt waren. Und jetzt ist natürlich so, kann man sagen, oder die Frage ist, macht es überhaupt Sinn, Stichwort Corona, enge Spielpläne, viele verletzte Spieler, keine Zuschauer. Wie lange geht es oder wie siehst du das? Ist das noch sinnvoll? Naja, das ist, also ich bin erstmal überrascht, dass wir so eine hohe Quote haben von gespielten Spielen. Das war mir, am Anfang der Saison hatte ich eher damit gerechnet, dass die Quote eventuell deutlich niedriger wäre. Es ist schon eine wahnsinnige Belastung für die Mannschaften jetzt hinten raus, vor allem mit dem, was im Sommer passiert ist, nämlich kaum Training. Aber es macht natürlich schon, ich meine, wir befinden uns im Profisport und wir wollen natürlich auch unseren Partnern, die viel Geld uns zahlen, die Plattform bieten, auch wenn sie jetzt natürlich ohne Zuschauer über unseren Stream, es schauen sehr viele Leute unseren Stream. Und da ist es wichtig, eben diese Spiele stattfinden zu lassen. Die Spieler wollen immer spielen übrigens, also muss man immer wissen, also ich als Spieler wollte auch eher spielen als trainieren, also von daher ist es schon okay. Der Rhythmus war aber doch durchaus, also jetzt auch wenn man sich andere Teams anguckt, die dann halt 3, 4 Spiele innerhalb von 8 Tagen absolvieren müssen, ist schon wirklich wahnsinnig viel. Ob das Sinn macht, naja, also ich bin froh, dass wir so viele Spiele spielen konnten. Ich meine, kein Blick in die Glaskugel, aber was denkst du, wie wird es weitergehen? Wie planst du selber? Werden wir in der nächsten Saison auch wieder ähnliche Corona-Bedingungen haben? Das weiß niemand. Aber du brauchst ja mindestens 3 Pläne in der Schublade. Wie gehst du vor, was die Vorbereitung der nächsten Saison betrifft? Ja, also wir sind ja auch gerade wieder in der Lizenzierung. Das läuft ja auch fast ganz normal weiter. Es ist so, dass die Finanzpläne für die aktuelle Saison zwar aktualisiert werden müssen, aber für die neue Saison verspätet, also später abgegeben werden müssen als sonst. Das heißt, es gibt uns ein bisschen Zeit für die Finanzplanung, aber tatsächlich wissen, wie viele Zuschauer nachher in der Halle sein dürfen, ob wir überhaupt wieder in der Paul-Horner-Arena zurück sind oder ob das immer noch ein Impfzentrum ist, das wird sich, glaube ich, alles in den nächsten paar Monaten zeigen. Nämlich da wird es entscheiden. Also ich höre immer wieder, dass im April genügend Impfstoff da sein soll und so die Impfquote eben dann endlich hochgehen kann. Ich glaube, das ist die einzige Chance, wie wir dann eben auch mit Zuschauern spielen können. Und da hoffen wir natürlich extrem drauf, dass es möglich ist, weil es ist einfach doch viel, viel besser, wenn Zuschauer in der Halle sind. Und sportlich die Perspektive, wir hatten eigentlich mit Crawley, Sharkey und auch mit Mike Sell sehr gute Spieler, natürlich Elias Waldtonen. Wie stehen die Chancen oder das Interesse des Vereines davon, welche zu halten? Also wie immer beginnt ja die Planung für die neue Saison immer schon im Dezember eigentlich. Also da fängt man an, die ersten Überlegungen zu machen, auch vielleicht die ersten Gespräche zu suchen. Und wir haben da eigentlich einen ganz, ganz guten Plan. Und da wird man sich hoffentlich, also ich hoffe da auch drauf, dass wir doch auch den Kern der Mannschaft zusammenhalten können, weil da, ich glaube, wir sind leider durch die vielen Dinge, die passiert sind, haben wir uns auch ein bisschen unter Wert verkauft. Ich glaube, da wäre deutlich mehr drin gewesen. Es ist eben eine extrem junge Mannschaft gewesen, das darf man nicht vergessen, die zweitjüngste Mannschaft der Liga. Und
Da muss man manchmal Tribut zollen. Und dann hinten raus gab es natürlich auch diesen Knacks für mich immer noch, das Schlüsselspiel, als wir einige Spiele ineinander gewonnen haben und Walton in der Finger gebrochen wird. Und danach sind wir so ein bisschen ins Stolpern gekommen. Von daher, ja, also wir sind am Plan und hoffen, eine starke Mannschaft zusammenzustellen nächstes Jahr. Kann man sagen, dass es eine gute Basis gibt, und zwar die des Trainers. Danny hat in diesen schwierigen Zeiten, denke ich, einen guten Job gemacht. Muss man keinen Hehl draus machen. Die Zusammenarbeit war exzellent. Da gibt es vielleicht auch bald Neuigkeiten zu. Und kann er vielleicht auch noch den Elias hier halten? Das wäre natürlich toll, wenn wir die finnische Connection zusammenhalten könnten. Das muss man auch nicht drüber reden. Das ist ein toller Spieler. Macht eventuell auch durchaus Sinn für ihn, hier noch zu bleiben. Das wollen wir versuchen, gemeinsam auf die Beine zu stellen, ihn eben davon zu überzeugen, dass das passt. Er hat ja auch schon mehrmals jetzt geäußert, dass er das hier super findet. Liebt Tübingen, und die Situation hier für ihn ist eine ganz besondere. Man darf ja nicht vergessen, er kommt aus einer College-Situation, aus einer Saison, wo er 2 Punkte im Schnitt gemacht hat und hat hier eine tolle Entwicklung auch hingelegt. Und die hat er auch unserem Trainer zu verdanken. Und ich glaube auch, dass er noch eine weitere Entwicklung hinlegen würde im nächsten Saison. Und deswegen, ja, hoffen wir mal drauf. Robert, vielen Dank. Und eins auf jeden Fall, mehr Stress kann es wahrscheinlich nicht mehr werden. Wahrscheinlich nicht, nee. Danke dir. Dass der Trainer für die nächsten beiden Spielzeiten bleibt, haben die Tigers ja Ende vergangener Woche dann offiziell verkündet. Die Entscheidung fiel einstimmig durch den Vorstand und den Aufsichtsrat. Wir wollen damit den Grundstein legen, um mit einer erneut überwiegend jungen Mannschaft die Playoffs zu erreichen. Wir sind von seiner Philosophie überzeugt und wollen den gemeinsamen Weg fortsetzen, wird der Vorstandsvorsitzende der Pro Basket Tübingen AG, Dr. Michael Bamberg, in der offiziellen Pressemitteilung dazu zitiert. Das erste Jahr war für den 41-jährigen Finnen nicht einfach, alles neu, dazu Spiele in Rottenburg ohne Zuschauer, ein Corona-bedingter schwieriger Spielplan und natürlich die vielen Verletzten. Jansson nahm die Situation an und freut sich auf das Vertrauen. Wir werden auch in Zukunft auf ein Grundgerüst mit jungen Spielern setzen. Sie haben bewiesen, dass sie trotz ihres jungen Alters schon Leistungsträger sein können. Es liegt nach wie vor eine Menge Arbeit vor uns. Durch den Lockdown können wir auch im Jugendbereich nicht richtig arbeiten. Zudem freue ich mich, eines Tages wieder vor Fans spielen zu können. Die familiäre Atmosphäre im Verein gefällt mir. Der Einsatz von allen für den Erfolg ist da, so Jansson. Auch Wintermantel lobte nochmal in der Pressemitteilung die Arbeit des Trainerteams. Er passt perfekt. Klar sind wir sportlich nicht zufrieden, aber die Bedingungen waren auch extrem. Wir wollen Konstanz im Trainer- und Spielerbereich. Daran arbeiten wir, um mittel- und langfristig erfolgreich zu sein. Zudem sei Jansson der erste Trainer in Tübingen, dem die eigene Jugend besonders am Herzen liegt. Das ist wichtig für die Motivation der Nachwuchsspieler. Zurück zur aktuellen Situation. 8-mal gingen die Tigers also bislang als Sieger vom Feld. Der Erfolg gegen Trier war ein Kraftakt. Nur 7 Spieler standen Jansson zur Verfügung, aber die wuchsen über sich hinaus. Das freute natürlich den Coach, nachdem sein Team immer mal wieder eine entscheidende Schwächephase hatte. Zuletzt extrem im Schlussviertel gegen Schwenningen. Ja, das war heute besser. Wir haben trotz der kleinen Rotation keinen Einbruch erlitten. Das haben wir sehr gut gemacht. Wir haben daraus gelernt und es dieses Mal besser gelöst. Wir haben auch mal das Tempo rausgenommen. Das haben meine Jungs gut umgesetzt. Und der Kampfgeist war überragend. Jeder hat alles gegeben. Ja, das stimmt. In unserer speziellen Situation mit den vielen Ausfällen haben wir so eine Wir-gegen-den-Rest-der-Welt-Mentalität entwickelt und uns gegenseitig geholfen. Das war richtig gut. Und verletzt hat sich auch niemand? Nein, ich glaube und hoffe nicht. Ich bin ja schon froh, wenn ich die gleichen 7 Jungs wieder zur Verfügung habe. Ob noch jemand dazukommt, weiß ich nicht. Möglich ist es nur bei Wolf oder Bekteschi. Da passt es ja ganz gut, dass das fürs Wochenende angesetzte Spiel gegen Karlsruhe ausfiel. Ja, das kam uns nicht ungelegen. Wir brauchen eine Pause. Diese Unterbrechung hilft uns natürlich, um nochmal Kraft für die letzten beiden Partien zu tanken. Am Schluss sah es aus, als ob sie im 4. Viertel rankommen würden, aber ihr habt heute toll dagegen gehalten. Ja, das hat uns die letzten paar Spiele, Schwenningen und Bremerhaven, ein bisschen das Genick gebrochen. Aber wir haben von unseren Fauxpas in den letzten Spielen gelernt. Und die Jungs sind ein junges Team, die werden alle erwachsen vor unseren Augen. Und Elias ist ein super Spieler, er wird in 2, 3, 4 Jahren richtig Furore machen irgendwo.
Und ich bin stolz auf die Entwicklung, die die Jungs genommen haben. Vor allem die jungen Lahmüller, Waldhonen, Jekabsbeck. Wo kam die Energie her? Die Energie kam davon, dass wir nur zu siebt waren und füreinander gespielt haben. Es war so eine Art kriegsähnlich. So. Wir wollen keinen Bruder im Stich lassen. Und das hat am Ende gereicht. Also, soweit der Stand bei den Tigers. Und jetzt geht's nach Metzingen zu den Tussis. Also, vom Basketball zum Handball. Am Sonntag haben die Erstligadamen der TuS Metzingen bei den Handball-Luchsen Buchholz-Rosengarten, wie schon in den Nachrichten kurz vermeldet, mit 28:22 gewonnen. Marlen Zapf traf 8-mal. Es war das erste von 3 Auswärtsspielen in Folge. Am Mittwoch geht es nach Leverkusen. Leverkusen behielt gegen Neckarsulm am Sonntag die Oberhand und am Samstag geht es dann zum Thüringer HC. Blomberg und die TuS haben auf den Rängen 3 und 4 jeweils 12 Minuspunkte, der THC und Neckarsulm auf den Rängen dahinter je 15. Mehr zur Liga dann natürlich ab Dienstag im Sportticker. Ein Highlight der Saison ist dann natürlich das Final Four um den DHB-Pokal Mitte Mai in Stuttgart. Die TuS hat sich ja zum 5. Mal in Folge qualifiziert und trifft im Halbfinale auf den aktuellen Tabellenzweiten auf die SG BBM Bietigheim. 4 Teams spielen um den Pott und wir haben noch 4 Stimmen zum schwäbischen Duell eingeholt nach dem letzten Heimspiel Mitte März gegen Mainz. Jetzt habt ihr 2-mal gegen Bietigheim in der Liga verloren, dann klappt es eben beim 3. Mal dann im Mai in Stuttgart, oder? Ja, also wir werden alles geben, da in das Finale zu kommen im Final Four. Und ja, wir hoffen natürlich, dass wir dann da besser spielen. Noch gegen Bietigheim geht es dann im Mai zum 3. Mal ran, dann klappt es eben im 3. Anlauf. Im Sport ist immer alles möglich. Natürlich, wenn wir jetzt die erste Halbzeit nehmen von Mittwoch, dann sagen viele, es ist unmöglich. Das sage ich auch, wenn wir die Leistung bringen, wie am Mittwoch erste Halbzeit, dann ist es unmöglich. Wenn wir die Leistung der zweiten Halbzeit von Anfang an bringen, dann ist es nicht mehr ganz unmöglich. Wir werden daran glauben, das ist weit, weit weg. Erstmal die anderen Spiele. Jetzt habt ihr Bietigheim dann nochmal, das ist zwar noch ein bisschen hin, aber vielleicht ein Satz dazu. 2-mal hat es in der Liga nicht geklappt, dann eben in meinem Pokal, oder? Ja, in der Liga nicht geklappt hat. Wir haben einfach, also die Mannschaft ist viel stärker als wir. Wir haben es probiert, versucht. Erste Halbzeit war ganz schwach. Zweite Halbzeit aber, wir haben nicht aufgegeben und eigentlich nur mit 5 Tore verloren. Und das müssen wir mitnehmen. Und wie gesagt, und es ist schon einiges passiert beim Pokal. Dazu noch haben wir ein paar Wochen Zeit und wir nehmen die zweite Halbzeit mit. Okay, sehr schön. Ihr müsst natürlich so nehmen, wie es kommt. Ist auch noch ein bisschen hin, aber dann klappt es halt da im 3. Anlauf. In Oldenburg sagt man 3-mal ist Oldenburger Recht. Also beim 3. Mal muss es klappen. Und ja, wenn wir so spielen wie am Mittwoch in der ersten Halbzeit, haben wir keine Chance. Man hat aber gesehen in der zweiten Halbzeit, wenn wir uns an unseren Plan halten und auch unsere Stärken nutzen, dann haben wir da durchaus eine Chance. Pokal hat seine eigenen Gesetze und da müssen wir schauen und das Beste draus machen. Ich habe es gerade schon gesagt, wir müssen schon von Spiel zu Spiel schauen. Und als ich aus Oldenburg weggegangen bin, haben wir den Pokal gewonnen. Das würde ich schon gerne wiederholen. Es ist schön, sich mit dem Titel zu verabschieden. Die Aussagen bezogen sich zum Teil auf die Niederlage 3 Tage zuvor in Bietigheim, als die Tussis die erste Hälfte komplett in den Sand gesetzt haben. Auch das Heimspiel in der Liga ging ja an die Damen von Trainer Markus Gaukisch. Matita Kohorst wechselt ja im Sommer nach Dortmund. Der Spitzenreiter hat ja das Final Four verpasst und 3 Euro fürs Phrasenschwein gibt's von Matita auch noch. Sie wissen schon, der Pokal und seine eigenen Gesetze. Jetzt steht auch der genaue Spielplan für das Final Four in der Porsche Arena fest. Im ersten Halbfinale treffen am 15. Mai um 12 Uhr die HSG Blomberg-Lippe und Buchholz-Rosengarten aufeinander. Um 14.30 Uhr stehen sich dann Metzingen und Bietigheim gegenüber. Das Finale steigt dann am 16. Mai um 17.15 Uhr. Das Final Four wird erstmals live im Free TV bei Sport1 zu sehen sein. Das nächste Liga-Heimspiel der TuS geht dann am 10. April über die Bühne. Dann ist die HSG Bad Wildungen zu Gast in der Öschhalle. Das war's vom Sport. Kommen Sie gut in die Woche.